größer Ihre Armee wird, desto mehr Verpflichtungen haben Sie. Sie müssen sich nicht nur um Ihre Soldaten kümmern, sondern auch um deren Familien. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Ihr Volk keinen Hunger leidet, dass es wächst und gedeiht und dass Ihre Städte größer werden. Sun Tzu sagt, das Kommando über eine große Streitmacht ist das gleiche wie das Kommando über einige wenige Soldaten. Es ist nur eine Frage der Aufteilung. Eine Armee ist nur so stark wie die Wirtschaft, die hinter ihr steht. Für eine große Armee ist eine große Bevölkerung, ein Überfluss an Nahrung, Gold und anderen Rohstoffen notwendig. Zeigen Sie mir, dass Sie diese wichtige Lektion gelernt haben. Boomen ist eine häufig eingesetzte Strategie in Teamspielen, insbesondere bei Karten wie Dunkler Wald oder Arena. Es wird zuerst eine starke Wirtschaft aufgebaut und dann Militäreinheiten. Boomen macht sie verwundbar, bis sie die Imperialzeit erreichen, aber wenn es richtig ausgeführt wird, erlaubt es ihnen diese Strategie, ihre Feinde mit großen Armeen zu überwältigen. Der Schlüssel zum Boomen ist eine durchgehende Produktion von Dorfbewohnern. Etwa die Hälfte ihrer Bevölkerung sollte aus Dorfbewohnern bestehen. Dafür müssen sie mehrere Dorfzentren bauen und dafür sorgen, dass sie ständig neue Dorfbewohner ausbilden. Dafür ist eine Menge an Rohstoffen nötig, besonders Nahrung und Holz. Es ist also wichtig, das richtige Gleichgewicht zu finden. Verbessern Sie die Rohstoffsammelrate Ihrer Dorfbewohner, indem Sie im Dorfzentrum, Holzfällerlager, Bergarbeiterlager und der Mühle Technologien entwickeln. Ignorieren Sie diese wichtigen Technologien nicht. Folgen Sie diesen Lektionen, wird Ihr Imperium florieren. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Empires. Nicht wundern, ich schalte kurz auf die Dark Souls-Szene und dann zur Spieleszene. Oder ich mache die ganz aus und wieder an. Vielleicht hilft das ja auch. Ja, aus und an hilft auch. Sehr schön. Ich weiß nicht, was sie da für Scheiße bauen. Ist auf jeden Fall komisch. Ich dachte übrigens tatsächlich, dass wir jetzt wieder bei der ersten Zeit sind und zur Imperialzeit rushen müssen. Aber anscheinend hat der gerade schon einen Ritter-Side-Rush gemacht. Es wird stressig, bin ich ehrlich. Puh. 100 Dorfbewohner und Imperialzeit. Ich habe auf die Minutenzahl nicht geachtet, wenn ich ganz ehrlich bin. Bin ich eigentlich auch ganz zufrieden mit. Aber ich gehe mal von aus, wollen die wahrscheinlich auch in 14 Minuten, weil normalerweise ist Imperialzeit-Push, ich glaube, bei 30 oder 32 spätestens und 28 bis 29 ist schon schnell. Also 30 ist so ungefähr die Marke, wenn man Imperialzeit rushen möchte. So habe ich das im Kopf. Normalerweise erreiche ich die meisten zu 35 bis 40. Welches auch richtig noch in Erinnerung habe. Wie gesagt, ich habe schon lange kein normales Spiel mehr gemacht. Egal. Da wir jetzt schon Ritterzeit haben, ist das Ganze schon mal ein bisschen spannender, weil sonst hätten wir noch einen Ritterzeit-Push dazu machen müssen, so wie in der letzten Folge wir den Feudalzeit-Push plus Ritterzeit-Push machen mussten. Anstrengend, ja? Stressig. Aber Hinweise. Wenn Ihnen diese Herausforderung Schwierigkeiten bereitet, beobachten Sie Ihren Verbündeten, er macht dies nicht zum ersten Mal. Errichten Sie mehrere Dorfzentren, um die Dorfbewohnerproduktion anzukurbeln. Ja, ich gehe mal von 3 Stück aus. Das wäre das, was ich normalerweise machen würde. Sie sollten letztlich 3 oder 4 Dorfzentren haben. Ich finde 3 sind eigentlich schon echt sehr, sehr krass. Weil ich bin immer der Meinung, weil um Dorfbewohner durchgehend zu produzieren, brauchst du ja 6 andere Dorfbewohner, die arbeiten. Später zwar ein bisschen weniger, dann reichen so 3 bis 4 mit den vernünftigen Technologien, wegen Handkarren und den ganzen, wie zum Beispiel hier den Flug und sowas. Aber selbst wenn wir nur, sagen wir mal, 4 pro brauchen, dann hast du 12 Dorfbewohner, die nur Nahrung sammeln für neue Dorfbewohner. Bei 4 Dorfzentren sind es dann schon 16. Das ist dann wieder ein bisschen zu viel. Das würde ich lieber in Soldaten reinpacken. Es gibt hier keine Soldaten, deswegen ist die Frage, ob wir vielleicht doch 4 machen. Keine Ahnung, ich versuch's mal mit 3. Oder? Schwierig. Ich meine, das kostet rein theoretisch. Hier steht nichts bei, was wir noch machen müssen. Ich sehe auf jeden Fall kein Gebäude, was aus der Zeit jetzt ist. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Gebäude noch bauen. Aber rein theoretisch müssen wir ja nicht kämpfen. Das heißt, wir können eigentlich auch 4 Dorfzentren machen und alle Nahrungsinputs instant in, naja, reinvestieren in Dorfbewohner. Dann machen wir 4 Dorfzentren, weil wir brauchen eh kein Stein und Holz für andere Sachen, außer vielleicht für so ein paar Mini-Gebäude oder Häuser. Ihre Dorfzentren sollten permanent neue Dorfbewohner ausbilden. Bauen Sie schnell genug Häuser, um nicht einen Engpass zu geraten. Das habe ich eh vor, ich sehe mich schon, ich habe mich nur noch 10. Verwenden Sie Sammelpunkte, damit Ihre Dorfbewohner auch sofort an die Arbeit gehen. Legen Sie eine Menge Felder an, Sie werden die Nahrung für die Dorfbewohner und für das Voranschreiten zur Imperialzeit brauchen.
Sie sollten ihre Felder auch automatisch neu bestellen lassen, indem sie die Mühle auswählen und auf die Schaltfläche ganz rechts im Befehlsfenster links unten in der Benutzeroberfläche klicken. Um zum nächsten Zeitalter voranzuschreiten, brauchen sie zwei Gebäude der Ritterzeit wie ein Kloster, eine Universität und eine Waffenschmiede. Alternativ reicht auch eine einzige Burg. Das mache ich mich normalerweise. Aber ich glaube, eine Burg mit 450 Steinen jetzt anzusammeln, kann doch ein bisschen teuer werden. Das wäre dann doch ein paar Dorfbewohner, die daran arbeiten müssten. Deswegen glaube ich, macht es mehr Sinn, das Holz zu benutzen, um jetzt hier ein Kloster und eine Uni bauen. Weil eine Waffenschmiede kostet, glaube ich, 225, Universität 200, Kloster 150 oder 175, eins von beiden. Das heißt, die beiden müssten das günstigste sein, was wir erreichen können. Kaufen und verkaufen Sie Rohstoffe am Markt, wenn dies erforderlich ist. Ich hoffe nicht. Aber Steine könnten wir theoretisch verkaufen. Aber ich lasse es erstmal so. Je nachdem, was wir für Zusatzaufgaben kriegen. Sie haben soeben die Ritterzeit an einem friedlichen Ort erreicht. Jetzt können Sie sich in Ruhe auf Ihre Wirtschaft konzentrieren. Also ich werde nicht angegriffen, das ist gut. Auf der anderen Seite der Karte befindet sich ein Stützpunkt Ihres Verbündeten, 2 Gelb. Er wird sich ebenfalls darum bemühen, eine starke Wirtschaft aufzubauen. Also können Sie sich einiges von ihm abschauen. Hey, ja? Oh, die gehen auch schon soeben Arbeit. Die Ritterzeit erreicht. Cool. Wählen Sie Ihr Dorfzentrum aus und bilden Sie so viele Dorfbewohner aus, wie es Ihre Nahrungsvorräte erlauben. Legen Sie den Sammelpunkt vorerst auf den Wald fest. So. Der Schlüssel zu einer blühenden Wirtschaft liegt darin, die Dorfzentren stets neue Dorfbewohner ausbilden zu lassen. Sie haben richtig gelesen. Dorfzentren. Sie werden mehr als nur eines benötigen. Sie haben jetzt genug Holz und Stein gesammelt, um in der Nähe des Waldes ein zweites Dorfzentrum zu errichten. Ich weiß. Sie haben jetzt genug Holz und Stein gesammelt, um ein drittes Dorfzentrum zu errichten. Eventuell sollten Sie später sogar ein viertes Dorfzentrum errichten, um die Dorfbewohnerproduktion noch weiter zu erhöhen. Ihre Dorfbewohner brauchen Wohnraum. Bauen Sie rechtzeitig neue Häuser, damit Ihre Dorfzentren ohne Unterbrechung neue Dorfbewohner ausbilden können. Behalten Sie die Bevölkerungsleiste am... Also bis jetzt läuft gut. Tut mir leid, wenn ich übrigens in diesen Kunstkriegesdingern sehr wenig rede, aber genau im Auge. Das wird richtig, richtig stressig, sage ich ganz ehrlich. Wunderbar. Lassen Sie dieses Dorfzentrum jetzt auch neue Dorfbewohner ausbilden. Bin dabei. Vergessen Sie dabei nicht Ihr erstes Dorfzentrum. Ich weiß. Ihre Dorfzentren sollten alle permanent neue Dorfbewohner ausbilden. Bereite, dass ich soll. Ich weiß. Bereite, buvere, heise, buvere. So. Buvere. Erforschen Sie Wirtschaftstechnologien im Holzfällerlager, in der Mühle und im Bergarbeiterlager, um die Sammelgeschwindigkeit Ihrer Dorfbewohner zu erhöhen. Ja, da habe ich gerade echt keine Ressourcen für, Kumpel. Das kann ich gleich machen, weil ich genug Nahrung habe. Buvere. So. Oh Gott, ich hasse drei Dorfzentren. Das ist immer so stressig. Behalten Sie Ihre Rohstoffe im Blick. Wenn Sie feststellen, dass Sie mehr Holz als Nahrung haben, ziehen Sie einige Dorfbewohner vom Holzfällen ab und lassen Sie sie Felder anlegen. Ich bin noch dabei. Mann. Mach keinen Stress jetzt. Ich weiß doch auch, dass das nicht reicht. Sie haben jetzt 50 Dorfbewohner. Erforschen Sie Handkarren in einem Ihrer Dorfzentren, um die Sammelgeschwindigkeit Ihrer Dorfbewohner drastisch zu erhöhen. Kumpel, du gehst mir gerade übertrieben auf den Sack. Weißt du das eigentlich? Buvere. Bereite. Buvere. Buvere. Ja, dass ich soll. Buvere. Du machst dich Handkarren. Aber 300 ist schon echt teuer, Junge. Ich weiß, ja, eigentlich echt gut, aber Alter. Sie haben fast keinen Platz mehr für neue Dorfbewohner. Bauen Sie Häuser, um die Dorfbewohnerproduktion nicht zu unterbrechen. Ja, hast recht.
Hast recht, ich gebe dir da vollkommen recht. Hey, ja, Holzer. Das ging schnell. Das war Buwer, 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 Buwer. Na komm, zack. Hey, ja, Räte. Buwer. Also so geboomt habe ich aber auch noch nie, ey. Holy shit, ist das anstrengend. Holzer, Räte, Buwere. So. Bereite. Ja, das war Buwere, Buwere. Ja, das ist soll Buwere. Hey, das ja. War Buwere, Buwere. So, es tut mir wirklich leid, ich nicht rede, aber ich muss mich Sie so Sie haben fast konzentrieren. Keinen Platz mehr für neue Dorfbewohner. Bauen Sie Häuser, um die Dorfbewohnerproduktion nicht zu unterbrechen. Uwere, Uwere, Uwere. Junge, also Imperialzeit ist nochmal eine ganz andere Nummer. Heise, Holzer, Buwere, Buwere. Ja? Bereite. So. Bereite. Ja. Buwere. Buwere. Okay. Ich habe jetzt solche Nahrungsbedarf. Also jetzt ist der Nahrungsbedarf auf jeden Fall gedeckt. Das ist gut. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt geht es nur noch um den Endspurt. Also ich hoffe, das ist in der Zeit drin. Ich habe keinen Plan. Say what? Eine Minute noch? Er will's mich verarschen, Junge. Ich hab 10 Minuten Zeit für alles. Oh, Junge. Das schon. Das ist schon viel, Junge. Das ist schon wirklich viel. Okay, ich habe auch zu viel Stein gehackt. Ich denke noch zu viel. Also, das ist. Okay. Ich gucke jetzt was nach. Verbindung unterbrochen, sag mir jetzt nicht. Ich habe kein Internet, das wäre ärgerlich. Age of Empires 2. Villager Creating Speed. What? Ah, nicht Build Speed. Creation, einfach nur. Steht das im Wiki drin? Bitte. Ja, gib mir halt... Ja, mach halt noch mehr Cookies da rein. Hast recht. Mach das Banner noch dicker. Komm, verpiss dich, Junge. So. Ach ja, noch ein Video. Ah, ja, oh, noch... Oh ja, mehr Werbung, bitte. Gibt's mir. Klein Wichser. 25 Sekunden. Alter, bin ich ein König. Ich wusste es einfach noch. 25 Sekunden. Ich habe 10 Minuten Zeit. Alle zu machen. Ich weiß nicht, mit wie vielen ich gestartet bin. Ich hätte auf jeden Fall neu starten dürfen. Weil das werde ich so never ever schaffen. Alter, ist das knapp bemessen, ey. Holy shit. Wir starten bei 29. Das heißt... Warte, ich mach mal ganz kurz eben einen Taschenrechner an, weil das gönne ich mir jetzt. So. 29. Quatsch, 71. Mal... 25 Sekunden sind 1775 geteilt durch 3 für drei Dorfzentren sind ungefähr 600 geteilt durch 60 sind 9,86 Minuten. Wie? Das wird, also das finde ich übrigens einen übelsten Scam. Wenn du drei Dorfzentren hast, die nonstop produzieren, brauchst du 10 Minuten für die 71 Dorfbewohner. Das heißt, mit drei Dorfzentren ist das auf Gold gar nicht möglich. Das ist ja toll, ne? Das ist ja nett gemacht.
Also, Sie haben soeben die Ritterzeit erreicht. Wählen Sie Ihr Dorfzentrum aus und bilden Sie so viele Dorfbewohner aus, wie es Ihre Nahrungsvorräte erlauben. Legen Sie den Sammelpunkt vorerst auf den Wald fest. Ich mach mal genau das, was er sagt jetzt einfach. So, wir speichern jetzt immer, wenn was gut gelaufen ist, speichern wir jetzt wieder ab. Und wenn ich 20 Speicherstellen mache, ist mir egal. Der Schlüssel zu einer blühenden Wirtschaft liegt darin, die Dorfzentren stets neue Dorfbewohner ausbilden zu lassen. Sie haben richtig gelesen. Dorfzentren. Sie werden mehr als nur eines benötigen. Sie haben jetzt genug Holz und Stein gesammelt, um in der Nähe des Waldes ein zweites Dorfzentrum zu errichten. Oh. Ja, fast. Sie haben jetzt genug Holz und Stein gesammelt, um ein drittes Dorfzentrum zu errichten. Eventuell sollten Sie später sogar ein viertes Dorfzentrum errichten, um die Dorfbewohnerproduktion noch weiter zu erhöhen. Safe, Junge. Auf jeden Fall. Ihre Dorfbewohner brauchen Wohnraum. Bauen Sie rechtzeitig neue Häuser, damit Ihre Dorfzentren ohne Unterbrechung neue Dorfbewohner ausbilden können. Behalten Sie die Bevölkerungsleiste am oberen Teil des Bildschirms genau im Auge. So, wunderbar. Lassen Sie dieses Dorfzentrum jetzt auch neue Dorfbewohner ausbilden. Vergessen Sie dabei nicht Ihr erstes Dorfzentrum. Ihre Dorfzentren sollten alle permanent neue Dorfbewohner. So, okay, und jetzt wird's stressig. Ah, ich mach's mal auf die 2. Weil die 1 ist so für perfekt. Bewohner ausbilden. Erforschen Sie Wirtschaftstechnologien im Holzfällerlager, in der Mühle und im Bergarbeiterlager, um die Sammelgeschwindigkeit Ihrer Dorfbewohner zu erhöhen. Was sagst du so einfach, Junge, ohne Scheiß? Mach doch jetzt mal bitte Nahrung, Jungs. Schwierig. Okay, das gefällt mir alles gar nicht. Also 0000 gefällt mir das. Das sind zu viele Holzfäller. Viel zu viele. Der Schlüssel zu einer blühenden Wirtschaft liegt darin, die Dorfzentren stets neue Dorfbewohner ausbilden zu lassen. Sie haben richtig gelesen. Dorfzentren. Sie werden mehr als nur eines benötigen. Sie haben jetzt genug Holz und Stein gesammelt, um in der Nähe des Waldes ein zweites Dorfzentrum zu errichten. Sie haben jetzt genug Holz und Stein gesammelt, um ein drittes Dorfzentrum zu errichten. Eventuell sollten Sie später sogar ein viertes Dorfzentrum errichten, um die Dorfbewohnerproduktion noch weiter zu erhöhen. So, gib mir ganz kurz einen Moment, ich muss mich hier wirklich konzentrieren, sorry. Ja. Also bis hierhin finde ich es eigentlich wirklich gut, jetzt mal ganz im Ernst. Also, ohne Scheiß. Ach, jetzt hängt im Holz oder was? Willst du mich verarschen, oder? Wunderbar. Lassen Sie dieses Dorfzentrum jetzt auch neue Dorfbewohner ausbilden. Vergessen Sie dabei nicht Ihr erstes Dorfzentrum. Ihre Dorfzentren sollten alle per... neue Dorfbewohner ausbilden. Erforschen Sie Wirtschaftstechnologien im Holzfällerlager, in der Mühle und im Bergarbeiterlager, um die Sammelgeschwindigkeit Ihrer Dorfbewohner zu erhöhen. Mach ich gleich. So. Nahrung, Jungs, bitte. 100 Stein, okay. Komm, bitte, Nahrung. Stressig, ganz ehrlich, ganz stressig.
Bu wäre. Ja. Bu wäre. Oh mein Gott, ist das hektisch alles. Alter. Ey, jede Mission wird ja immer schlimmer hier, ey. Bereite. Das ist soll. Bu wäre. Hey, ja. Bu wäre. Bereite. Bu wäre. Ja, Holz weiß ich nicht, wie ich das machen möchte gerade. Ich möchte lieber Dorfbewohner ballern. Ehrlich gesagt. Sie haben jetzt 50 Dorfbewohner. Erforschen Sie Handkarren in einem Ihrer Dorfzentren, um die Sammelgeschwindigkeit Ihrer Dorfbewohner drastisch zu erhöhen. Ja, Buvere, Buvere, Buvere. Handkarren. Ja. Bereite. Ist doch mein erstes Ziel. Buvere, Buvere. Heiße? Buvere, Buvere. So. Ich muss weiter produzieren, sonst wird das nichts, Jungs. Ja. Da kommt noch ein viertes dazu jetzt. Wie? 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 Hey, ja. Buvere. Ah, das war scheiß platziert. Hey, ja. Buvere. Okay, gut. Das hat mehr oder weniger funktioniert. Buvere. Also irgendwas mache ich hier gerade wahrscheinlich voll falsch, aber ist mir egal. Ja, das ist doll. Bu wäre. Hey, ja. Das war. Bu wäre. Ich habe auch gar keinen Überblick mehr, wo jetzt gerade irgendwie... Heise. Grete. Bu wäre. Ihre Dorfbewohner brauchen Wohnraum. Bauen Sie rechtzeitig neue Häuser, damit Ihre Dorfzentren ohne Unterbrechung neue Dorfbewohner ausbilden. Ja, behalten Sie die Bevölkerungsleiste am oberen Teil des Bildschirms genau im Auge. Um zur Imperialzeit voranzuschreiten, benötigen Sie Gold und müssen entweder eine Burg oder zwei Gebäude aus der Ritterzeit bauen. Das ich soll. Buvere. Buvere. Ganz ehrlich, Kumpel, das sagst du gerade so einfach. Also, wie soll man das denn als einzelner Mensch später so schnell klicken alles, Junge? Ja, das ich soll. Bu wäre. Hey, ja. Holzer, Holzer. Bereite. Ja. Bu wäre. Alter. Ich brauch noch 27. Soll ich 5 Dorfzentren machen oder was, Junge? Kein Plan, wie die sich das vorstellt, aber das ist komplett Overkill. Holzer, Buvere. Ja, Holzer, Buvere. Oh mein Gott. Holzer, Buvere. Oder sind die 100 Dorfbewohner nur so ein... Das ist das Hauptziel, ne? Das ist... Da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, Imperial... Weiß ich nicht. Das, warte mal, wie bemisst das die Mission? Muss ich 100 haben? Weil Hauptziel heißt für mich, ich muss das machen. Oh, ich kann auch gar keine Priorität ausdingsen da. Ich muss das eh machen. Oh, was ist, weil ich das hier noch nicht hab? Ja, das war Buvere. Holzer, Buvere, Buvere. Hey, ja, Buvere. Sie haben fast keinen Platz mehr für neue Dorfbewohner. Bauen Sie Häuser, um die Dorfbewohnerproduktion nicht zu unterbrechen. Buvere. Oh, Leute, geht mir so auf den Sack, das ist unfassbar. Buvere, ja. Gebure. Bereite. Buvere. Holzer. Es hätte ich eh nicht Wie soll das denn möglich sein, Mann? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch ein Scherz. 100 Dorfbewohner? Ich hab das jetzt schon in 4 Dorfzentren fast quasi dauerhaft laufen. Wie? Ich versteh's nicht. Sie haben die Goldmedaille verpasst. What the fuck? Okay, cool. Dann gehen wir mal auf die 2 zurück. Und machen 5 Dorfzentren. Ich weiß nicht, wie das uns gehen soll. Kein Plan.
Ich find's total krank. Hey, ja. Du wäre. Hey, ja. Oh mein Gott. Rete. Bu wäre. Holzer. Hey, Bu wäre. Ja, wunderbar. Bu wäre. Lassen Sie dieses Dorfzentrum jetzt auch neue Dorfbewohner ausbilden. Vergessen Sie dabei nicht Ihr erstes Dorfzentrum. Ihre Dorfzentren sollten alle permanent neue Dorfbewohner ausbilden. Ich bin dabei. Ja, die machen Scheiße, nice Jungs. Bu wäre. Gott. Erforschen Sie Wirtschaftstechnologien im Holzfällerlager, in der Mühle und im Bergarbeiterlager, um die Sammelgeschwindigkeit Ihrer Dorfbewohner zu erhöhen. Komm schon, irgendeiner Nahrung bitte. Danke. Ist jetzt mein neuer Approach, direkt den Handkarren zu machen. Vielleicht hilft's. Kein Plan. Was? War gut. Okay. Hey, ja. Holzer. Bu wäre. Bu wäre. Bu wäre. Bu wäre. Ja. Bu wäre. Bu wäre. Hey, ja. Bu wäre. Okay, es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus alles. Bu wäre. Holzer. Bu wäre. Hey, ja. Ja. Das war. Okay. Hauber. Das ich Rete. Soll. Das war. Ja. Das ich soll. Das ist schlecht, ich habe zu wenig Nahrung. Hey, ja. Ja, allein deswegen, wie soll das denn Heise? Gehen, Mann? Ja, Bu wäre. So viel Nahrung kannst du gar nicht machen, Mann. Jetzt mal ganz im Ernst. Wo willst du die Nahrung herholen, Junge? WTF! Bereite! Was nicht genug Holz? Geh mich auf den Sack, Mann! Ja! Ja? Die arbeitet nicht! Nicht in Ernst! Das war! Bu wäre! Hey, ja? Bu wäre! So. Bereite? Ja? Die brauche ich, das mit dem Holz ist mir gerade egal. Hey, Holzer! Bu wäre. Bereite, dass ich soll. Bu wäre. Ja. Das war. Bu wäre. Bu wäre. Bu wäre. So. Was mache ich hier eigentlich für einen Quatsch? Ich kann doch einfach alle Dorfzentren nehmen. Und die auf den Hotkey legen. Ach, Mann. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, das hätte ich mir viel einfach machen können. Die ganzen letzten Folgen schon, lol. Bereite, dass ich soll. War. Hey, ja. Bu wäre. Heise? Holzer. Bu wäre. Bu wäre. Heise? Bu wäre. Ja? Bu wäre. Hey, ja? Nein. Ah! Hotkeys, please. Bereite. Bu wäre. Ja. Holzer. Bu wäre. Hey, ja. Bu wäre. Heise? Bu wäre. So. Bereite, dass ich soll. Holz und Holz. Wichtig. Ganz wichtig. Okay, ich bin, glaube ich, auf einem guten. Boah, 2 Millionen, Digga, Junge. Heiße? Bu wäre. Bu wäre. Holzer. Um zur Imperialzeit voranzuschreiten, benötigen sie Gold und müssen entweder eine Burg oder 2 Gebäude aus der Ritterzeit bauen. Hey, Holzer. Ich weiß. Das war Holzer. Holzer. Geht ihr weiter an Holz? Ich muss gerade Holz sammeln. Hey, ja. Das ist soll. Bu wäre. Bu wäre. Ja. Bu wäre. Gebure. So. Bereite. Bu wäre. Okay. Das läuft alles ganz gut. Aber in der Zeit nicht machbar. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen, aber wie soll das möglich sein? Jetzt mal ohne Scheiß. Das macht doch gar keinen Sinn. Bu wäre. Ich boom doch schon komplett krank. Bu wäre. Ja? Ja. Bu wäre. Das ich soll. Bu wäre.
Jetzt mal ohne Witz! Das kann doch gar nicht! Hä? Was soll ich nur sonst noch machen? Mehr Boom geht doch gar nicht! Alter! Das gucke ich jetzt nach. Das kann mir doch keiner erzählen. Wie soll das denn gehen? Art of War wahrscheinlich, ne? Art of War Booming. So heißt die. Da bin ich so... Ja, ich meine, okay, Viper, da hätte ich mir... Also, das ist halt... Der ist halt krank, der Typ. Aber... Booming. Erstmal gucke ich mir in Reddit mal an, was die Leute dazu schreiben, weil ich wette mit dir, die heulen rum wie sonst was. Wetten? Of all the missions from this series, I think this along with early economy and fast castle are the most practical strategies in actual games. I think 4 to 5 town centers is a must to complete this mission in the time frame required for a gold medal. Ja, aber selbst das hat mir nicht gereicht, Junge. I think 5 is safer and gives you a little more buffer time. Ich bin okay, ich hätte es früher bauen müssen. Wahrscheinlich habe ich zu spät gebaut. Ich habe auch für den Stein gekotet, war zu viel. Wetten? This is unwatchable with that music. Ja, gut, kann ich mir vorstellen. Das ist eine stressige Mission, eine sehr stressige Mission. Okay, wie mache ich das? Weißt du was, ich guck mal nach, ob die da irgendwie... Also 5 Dorfzentren ist eigentlich schon Pflicht, weil sonst weiß ich... Aber wie willst du die Nahrung kriegen? Also so viel Nahrung kannst du doch... Also ich meine, klar, die Forschung habe ich wahrscheinlich zu spät gemacht, so, ne, aber... Holy shit, Alter, wie willst du die Nahrung so schnell rankarren? 5 Dorfzentren, das sind mindestens 20 bis 30 Dorfbewohner in Dauer sammeln. Mindestens. Und die haben wir ja noch nicht am Sammeln. Wir müssen erstmal die Felder bauen. Das heißt, wir müssen auch das Holz dafür... Also, holy shit, Alter. Und ich finde, ich bin schon recht schnell. Krass. So. Strategy. Follow the voiceover's instructions, making sure to build at least 3 town centers to minimize the time used to train villagers. Food should be the player's top priority due to the 100 player villager requirement, but gold will also be needed to transition to the Imperial Age. Ja, Gold, die 3 Goldhacker reichen easy. It might be better to build a monastery in either a siege workshop or university rather than a castle, as wood will be in greater supply and the buildings themselves will be faster to... Ja, das ist logisch. Ja, okay, das Population-Hitting da ist mit 20 extra eigentlich egal. Das ist eure Taktik? Das ist ja eine Top-Strategie, Junge. Mich war begeistert, also heftig. Okay, also... Ich meine, ich habe mir zu viel Zeit gelassen mit dem Dorfzentrum. Ich glaube, da lag das Problem, aber... What the actual fuck? Jetzt mal ganz im Ernst. Weißt du, was cool wäre, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, wie es gehen soll, wenn man dafür Bauplatz auswählen muss, aber irgendwie sagen kann, ey, baut automatisch Felder, sobald ihr rausgespawnt seid oder so, aber das ist ja eigentlich auch schwierig. Aber den Hotkey auf das Dorfzentrum, also Dorfzentrum auf Hotkeys legen, Alter, wieso habe ich da nicht drüber nachgedacht? Ich mach's mit allen Produktionsgebäuden in jeder Folge, aber hier nicht. Weil, keine Ahnung, ist stressig gewesen. Okay, pass auf, wir versuchen es nur nochmal. Diesmal wird's, das wird geil jetzt, das wird richtig geil jetzt. Ja, das ist soll. Buvere. Ja. Rete. Buvere. So nämlich. Rete. Ja. So, pass auf, direkt Nahrung. Wunderbar. Ist wichtig. Lassen Sie dieses Dorfzentrum jetzt auch neue Dorfbewohner ausbilden. Vergessen Sie dabei nicht Ihr erstes Dorfzentrum. Ihre Dorfzentren sollten alle permanent neue Dorfbewohner ausbilden. Ja, und Felder machen, das ist wichtig. Hey, ja, Uwere. Erforschen Sie Wirtschaftstechnologien im Holzfällerlager, in der Mühle und im Bergarbeiterlager, um die Sammelgeschwindigkeit Ihrer Dorfbewohner zu erhöhen. Heise, das war Bergarbeiter Reunig. Ja, das ist soll. Buvere. Ja, Holzer. Buvere. Hey, Holzer. Ja. Buvere. So, und jetzt kommt das Holzfällerlager dran gleich. Hey, ja, das war Holzer. Buvere. Oder auch nicht.
Heiße? Ja. Uwere. Uwere. Bereise. Uwere. Ja. Holzer. Uwere. So. Heiße? Hauwa. Das ich soll. Das war. Alter, wie ja, wollt Räte. Ihr das machen? Ja, Holzer. Bereite. Uwere. So, das nächste Lochzentrum steht. Oh mein Gott. Sie haben jetzt 50 Dorfbewohner. Erforschen Sie Handkarren in einem Ihrer Dorfzentren, um die Sammelgeschwindigkeit Ihrer Dorfbewohner drastisch zu erhöhen. Ja, wie soll ich mir das leisten? Das sagst du so einfach, aber dann kann ich dich nicht dauerhaft produzieren lassen. Das ist der Punkt, den ich am meisten schwierig finde. So Handkarren, das ist genauso wie mit Schubkarren. Wann forscht man die? Weil er will, dass ich das jetzt mache. Nach 5 Minuten. Ist ja auch cool. Ist cool. Cool. Mit welcher Nahrung? Wie stellst du dir das vor, Kumpel? Na gut. Hey, ja. Holzer. Buwere. Ja? Ja. Buwere. Heiße? Holzer. Das war. Buwere. Ja. Rete. Buwere. Heiße? Buwere. Na dann komm, machen wir es jetzt halt. Ah ja, geil. Ja, ich hab zu wenig. Das ist schon scheiße. Der Handkarren kickt einen komplett raus. Heiße, das war. Die zwei Eideln seit Anfang an rum, das ist auch gut. Gut, stark. Ja. Bereite. Das war. Uwere, uwere. Stark auf jeden Fall. Uwere. Heiße, Hoba. Rete. Das ist so wahr. Oh, da war wieder ein bisschen mehr geeidel. Das wird auf jeden Fall wieder nichts. 3 Minuten für 40 Dorfbewohner ist klar, Alter. Ich würde so gern wissen, wie die sich das vorstellen. Guck mal, das Holz ist die ganze Zeit benötigen sie Gold und müssen entweder eine Burg oder 2 Gebäude aus der Ritterzeit bauen. Ich meine, jetzt habe ich die Nahrung stabil, so weißt du, ich meine. Jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, jo, produziert mal. Aber ich muss jetzt fast 40 Dorfbewohner in 2 Minuten. Wie? Ich verstehe das nicht. Hey, ist das ich soll? Wäre. Hey, ja. Holzer. Rete. Das war. Rete. Das ich soll. Also noch mehr kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt. Ja. Holzer. Das war. Buwere. Bereite. Das ich soll. Buwere. Hey, ja. Holzer. Buwere. Ja, Holzer. Buwere. So. Hey, Rete. Buwere. Ja. Holzer. Das war. Das ich soll. Also selbst das Holz jetzt ist immer noch am Minimum, ne? Ganz im Ernst. 1,20. Ich verstehe es nicht. Rete. Buwere. Ja. Ihre Dorfbewohner brauchen Wohnraum. Bauen Sie rechtzeitig neue Häuser, damit Ihre Dorfzentren ohne Unterbrechung neue Dorfbewohner ausbilden. Behalten Sie die Bevölkerungsleiste am oberen Teil des Bildschirms genau im Auge. Keine Ahnung, wie hi. Buwere. 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 Ist wieder so knapp. Ja. Buwere. Ich habe keinen Plan, wie das möglich sein soll. Und Gold verkackt. Also ihr könnt mir nicht sagen, dass das so einer... Also wie, das ist doch komplett unlogisch. Ich guck mir jetzt an, wie Viper das gemacht hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das schneller geht. Also ich weiß es nicht. Was soll ich da machen? Das war meiner Meinung nach schon echt schnell. Also die Goldmedaillen sind bis jetzt auf... Also ich meine, die mit Ritterzeit, die war in Ordnung. Die Feudalzeit, okay, da muss man sich ein bisschen anstrengen, aber die war auch in Ordnung. Aber die jetzt finde ich wirklich... die ist schon... Weiß ich nicht, du. Das finde ich ein bisschen Quatsch. So, was macht Viper? Bin ich mal gespannt. Hi, ich bin Nico Rosberg. Ach, wen interessiert... Also, wir zocken heute. Wir spielen... Nee, das gönne ich... Nee, das kannst du vergessen. Das gönne ich mir nicht.
Ich hab YouTube Premium, ich guck, du hörst dich den Scheiß von dir da an. Ja, ich bin Nico Rosberg. Und wen interessiert's? So, warte, ich guck mal ganz kurz nach. Art of War, the Viper Booming. Ich will wissen, wie er es gemacht hat. So, ich mach mal ganz kurz hier eben auf Art of Booming. Zack. So. Da ist er. Und dann mache ich den hier. Dann könnt ihr das mitgucken. Auf geht's. So, you guys all saw the travesty that happened. I was absolutely cheated by the game. I will get gold here. I will redo this, because I cannot have this screen without. Ja, das ist das nicht. For team games. Especially bei ihm geht das. Wahrscheinlich, weil er eine Bildschirmaufnahme und nicht eine Gameaufnahme macht. Ich denke mal, das ist das Problem. Weil die Gameaufnahme das als Video dann nicht irgendwie packt. Ist auch egal. Aber das sah schon echt billig aus, das Video, wenn ich ganz ehrlich bin. Das sah so aus, als hättest du es irgendwie auf 480p und 10% Lautstärke reinkopiert. Naja. Das können wir springen. 29 out of 100 villagers advanced to Imperial Legion. If you are having trouble with this challenge, observe your ally. He has done it before. Or four. Build a large interface. All resources at your mark again, because it's too loud. Ja, ja, komm. Oops. I need to zoom out, because it's way too zoomed in. Oh, er macht's mit Pause sogar. Krass, das habe ich bis jetzt quasi noch nie gemacht mit Pause. You have just reached the castle age. I'm checking my settings here. Graphics. Alright. Select your town center and man kann den Default-Zoom umstellen, Alter, bin ich dumm. Ich mache das am Anfang jeder Runde immer manuell. Ach, ist auch egal. Das ist smart. Da habe ich nicht mal nachgedacht. Instant die Bogensäge zu machen. Ich muss zugeben. Smarter Boy. Ja, diese scheiß Stimme hat doch gesagt, investier alles in Dorfbewohner, was du hast. Eigentlich ist das richtig gut, weil dann dauerhaft das Holzproblem wegfällt. Und wenn das Holzproblem wegfällt, kannst du instant mehr Farm machen, das Nahrungsproblem fällt auch. Das ist eigentlich, also das ist der Game-Move, ich sag's euch. Das ist dieser dicke Five-Head-Move, der mir gefehlt hat. What's Silvery? Goth. So. Ja, okay, was bringt den Goten jetzt genau für Felder? Also, das ist halt, I don't need Bosa yet. Key to booming is ensuring that your town centers are always busy. I say town centers because you will need more than just one. You now have enough wood and stone to build a second town center near the trees. I know, man. You may even want to build a fourth town center later to speed up your villager. Okay, mit 4 und 5 bauen ist auch noch eine gute, also mit 5 Leuten bauen ist auch eine gute Sache, damit es schneller fertig ist. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe gedacht, 3 ist gut. Weil ihr müsst euch halt vorstellen, Dorfbewohner, wenn die bauen, zumindest ist das der Stand, den ich kenne. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal geändert wurde. Der erste Dorfbewohner baut bei 100% Geschwindigkeit. Also ganz normal halt. Der zweite nur noch bei 50%, der dritte bei 25% und jeder weitere halt immer die Hälfte vom Vormann. Das heißt also, dann hast du hier, der ist 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%. Das heißt, 6,25% schneller ist schon echt wenig. Deswegen mache ich meistens maximal 3, weil 3, da ist schon nur noch ein Viertel Geschwindigkeit drin. Ja, es ist natürlich schneller mit noch mehr Dorfbewohnern, aber da kannst du die doch lieber noch sammeln lassen. Oder wurde es mal geändert? Das weiß ich nicht. Naja, wir gucken mal ganz kurz weiter. We will try that. Und jetzt, bevor die fertig sind, kann er noch die andere Forschung machen. Alter, ist das smart, Junge. Okay. 32, so we need 68 more bills. I believe in us, guys, we can do it. Puh. Oh, guck mal, er ist genauso hektisch. Proactive in building houses to prevent your town centers from becoming idle. Monitor your population counter at the top of the screen. Great. Now make sure that this town center is busy by training villagers there as well. But do not forget your first town center. Remember, your town center. Der hat Bogensäge übrigens abgebrochen gehabt, ne? Centers should always be training new villagers. Research economic technologies at the lumber camp, mill and mining camp to improve the gathering rate of your villagers. I don't honestly, like, if this is a challenge where it's about reaching 100 villagers and advancing to imp, I don't think I should do Bosa, honestly. Ach
nicht Bowser? I think it's worth the investment to do Bowser. So it kind of defeats the purpose a little bit. But again, they do mention that you should do economy upgrades. So it's all good. Did you hear about those houses? I did hear about those houses. Hat die gerade noch nebenbei eine Nachricht gelesen? Ja, gönn dir. Since we failed the last mission, I'm all about getting gold here. If I don't get gold, I'm gonna be very disappointed here. Aber er holt sich hier die Eco-Upgrade, dann wir auch nicht, ne? But last, aber mit drei Dorfzentren kannst du es vergessen. Mission. Und die 50 Steinhacken macht er direkt da dran. Ja gut, damit hat er natürlich 4, aber... Need more stone then. I'm being very cynical here. If you don't get gold now, that will be the new captain. Lul. You now have 50 villagers. Research... Jetzt kommt der Paar mit dem Handcart. Ich bin ja mal gespannt, ob er das schafft. Weil wo holt er jetzt die Nahrung her? Da bin ich jetzt gespannt. It doesn't make sense for me to do handcart now, dude. I need my villager count up. But to any new people that might watch this, handcart is highly encouraged to do around, I would say, 50, 60 villagers. If you're booming, probably close. Ja, normalerweise, in jeder normalen Runde würde ich Handcart sowieso bei 50 machen, spätestens. Also safe, da bin ich voll dabei. Wie gesagt, es ist jetzt halt nur, in der Challenge finde ich es schwierig, weil wie willst du die durchgehend laufen lassen, wenn du 300 Nahrung investieren musst? Das sind 6 Dorfbewohner, die du quasi aussetzen musst. Wie, woher? Und 200 Holz, wohlgemerkt, für neue Felder. Also, das fand ich schwierig. Also to 60, 70 bills, but... I'm not doing it now because my mission is to get 100 villagers and I'm not sure if I'll be able to do that. So I will focus on that for now. Remember, look at your ally. He has done this before. He's doing a great job. Ja, guck mal, wie viel Gold der hackt. Ich meine, normalerweise ist es ja auch richtig, ne? Aber der holt sich sogar Schweine, der hat ja alle Zeit der Welt, der Junge. So. Hatten wir auch Schweine? Da macht es vielleicht Sinn, mit 5 Dorfbewohnern vielleicht ein Schwein anzulocken. Das wird uns da kurz ein bisschen die Felder sparen. Das wäre smart. Not sure why I'm taking stones. Absolutely unnecessary. Okay, er macht also nur 4 Dorfzentren, kein 5. Okay. 60 villagers, 4 minutes. We should be fine, right? Da bin ich mir nicht sicher. Wir gucken mal ganz kurz nach. Er braucht jetzt noch 39 mal 25 geteilt durch 3. Geteilt durch 60 sind 5,5 Minuten. Der hat 4 Dorfzentren. Ich bin doof. Warte mal ganz kurz. Nochmal. Also 39 mal 25 Sekunden geteilt durch 4 geteilt durch 60 sind 4,06. Und das ist aber schon sehr knapp, Kumpel. Steht schon. Okay, also vielleicht sollten wir wirklich 5 Dorfzentren. Also das ist schon scheiße knapp. Wobei ich nicht weiß, was das rentiert mit 5 Dorfzentren, weil da musst du halt Stein haben. Boah, ist das krass. Also die Mission ist wirklich sehr knapp. Also ich finde, das hätten sie, also ganz im Ernst, ich finde, das hätten sie wirklich auf 12 machen müssen. So 12 Minuten. Dann fände ich das immer noch schwer. Für viele. Oder für die meisten eigentlich. Aber das fände ich, glaube ich, noch ein bisschen logischer, ehrlich gesagt. Aber 4 Dorfzentren ist ja wirklich unfassbar knapp bemessen. Ah, ich guck mal noch ganz kurz weiter, aber ich will echt wissen, wie er es noch schafft. I completely forgot that I need gold. I'm gonna need 1000 food as well. I'm gonna fail again. I'm gonna fail. Ich guck mal ganz kurz ein bisschen weiter, weil jetzt kommt nichts Spannendes mehr außer klicken. I'm gonna have the resources. Question is if I will produce in time. I'm gonna get gold. Ich pack's nicht, Alter, der schafft das wirklich. Oh! Wait. Don't tell me I messed up. I had a scout. Oh, come on. Come on. Please, no. Come on. Great. You now have 100 villages. Wenn der jetzt Silber kriegt, nicht. But you still must advance to the Imperial Age to complete this challenge. The chance to earn a gold medal has passed, but you can still earn the silver or bronze medal. Warte mal.
Okay, ich dachte jetzt gerade schon, weil das da durchgelaufen ist mit dem Dings, der hat einfach nur lange gebraucht. Ich dachte jetzt schon, der muss das wirklich noch voranschreiten. Das wäre unfair gewesen. Ich guck dir an. So eine Sekunde oder so. Oh, das ist bitter. Aber ich sag grad, das ist halt wirklich übertrieben knapp im Essen gewesen mit 4 Dorfzentren. Boah. Also wenn 4 schon so knapp ist, dann müssen wir eigentlich 5 machen. Boah. Ich weiß aber nicht, ob wir das... Boah, ich weiß nicht. Was sagen denn die Kommentare? The fact that even one of the top AoE2 players in the world didn't get gold first try the tutorials is a good thing, in my opinion. The high standards for gold will encourage new players to practice and master the fundamentals and maybe even bring in fresh blood to the competitive scene. Sehe ich genauso, aber das ist schon wirklich, also das ist schon fast unfair knapp bemessen. Es ist aber noch, also es ist machbar, aber ich finde 5 Dorfzentren oder 4 geht noch, aber 5 finde ich in den meisten Szenarien schon fast unrealistisch, in den meisten Pro-Szenen. Meistens siehst du so 3, ab und zu mal ein 4. Aber 5 finde ich schon schwierig. Deswegen finde ich das jetzt hier in der Mission, das kannst du nicht unbedingt vergleichen. Ja, es ist mal nett, das zu sehen, aber schwierig. Scheiße. Okay, cool. Dann auf geht's. Ich habe keinen Plan, wie wir das machen sollen. Gut, dann machen wir es auf jeden Fall komplett neu. Oh nein. Oh, jetzt wird er gleich wieder mit dem Dings ankommen, ne? Das ist so stressig, die Mission. Leco mio. Boomen. 10 Minuten. Leco mio. Ja, jetzt hat er wahrscheinlich wieder die Aufnahme verschissen. Egal, kurz ausmachen, wieder anmachen und sollte wieder gehen. Aha, na, ja, klappt, siehst du? So, pass auf. Sie haben soeben die Ritterzeit erreicht. Wählen Sie Ihr Dorfzentrum aus und bilden Sie so viele... Das war mir zu langsam. Ich nehme jede Millisekunde mit, das ist mir scheißegal. Erlauben. Legen Sie den Sammelpunkt vorher... Sie haben soeben die Ritterzeit erreicht. Das war gut. Wählen Sie Ihr Dorfzentrum aus und bilden Sie so viele Dorfbewohner aus, wie es Ihre Nahrungsvorräte erlauben. Das war eigentlich doof. Ich kann erstmal Schwein suchen gehen. Weil Schwein ist, glaube ich, vielleicht sogar echt eine gute Idee, um kurz ein bisschen Holz zu sparen. Huch, ich habe kurz rausgetappt. Wollte ich gar nicht. Das ist ein Wolf nur, lol. Okay. Der Schlüssel zu einer blühenden Wirtschaft liegt darin, die Dorfzentren stets neue Dorfbewohner ausbilden zu lassen. Sie haben richtig gelesen. Dorfzentren. Sie werden mehr als nur eines benötigen. Sie haben jetzt genug Holz und Stein gesammelt, um in der Nähe des Waldes ein zweites Dorfzentrum zu errichten. Die macht einfach gar nichts, doofe Kuh. Sie haben jetzt genug Holz und Stein gesammelt, um ein drittes Dorf. Gut. Das läuft wirklich gut zu errichten. Eventuell sollten Sie später sogar ein viertes Dorfzentrum errichten, um die Dorfbewohnerproduktion noch weiter zu erhöhen. Ihre Dorfbewohner brauchen Wohnraum. Bauen Sie rechtzeitig neue Häuser, damit Ihre Dorfzentren ohne Unterbrechung neue Dorfbewohner ausbilden. Das war schlecht, das hat nicht produziert. Okay, dann nochmal. Ihre Dorfbewohner brauchen Wohnraum. Bauen Sie rechtzeitig neue Häuser, damit Ihre Dorfzentren ohne Unterbrechung neue Dorfbewohner ausbilden können. Behalten Sie die Bevölkerungsleiste am oberen Teil des Bildschirms genau oben. Wunderbar. Das war gut. Das war gut.
Lassen Sie dieses Dorfzentrum jetzt auch neue Dorfbewohner auswählen. Das ist so. Vergessen Sie dabei nicht Ihr erstes Dorfzentrum. Ihre Dorfzentren sollten alle permanent neue Dorfbewohner ausbilden. Erforschen Sie Wirtschaftstechnologien im Holzfällerlager, in der Mühle und im Bergarbeiterlager, um die Sammelgeschwindigkeit Ihrer Dorfbewohner zu erhöhen. Okay, der ist dumm. Das wäre. Hier war ein bisschen langsamer, aber ist okay. Es hat ganz, ganz, ganz kurz geeilt. Ich hoffe, diese paar Millisekunden machen es nichts aus. Hey, ja. Buvere. Ja. Holzer. Buvere. Bereite. Buvere. Bereite. Buvere. Hey, Holzer. Buvere. Nein, geeidelt. Nein, oh, bitte nicht. Ja, das ist so. Buvere. Ja, ja, Buvere. Ja, na, Junge! Sie haben fast keinen Platz mehr für neue Dorfbewohner. Bauen Sie Häuser, um die Dorfbewohnerproduktion nicht zu unterbrechen. Buvere. 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 Bereite. Hey, oh, Junge, Alter, wie soll das denn? Bereite. Ja. Buvere, 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 Heise, Buvere. Katastrophe gerade. Komplette Katastrophe. Egal. Heise, Buvere. Hey, ja, Buvere. Hey, ja, Buvere. Bereite. Ich glaube, ich habe es dadurch ein bisschen verkackt. Aber ich weiß nicht, wie das noch krasser gehen soll, also ohne Scheiß. Sie haben jetzt 50 Dorfbewohner. Erforschen Sie Handkarren in einem ihrer Dorfzentren, um die Sammelgeschwindigkeit ihrer Dorfbewohner drastisch zu erhöhen. Handkarren ist mir komplett egal, ganz ehrlich. Da scheißen wir jetzt einfach mal komplett drauf. Hey, ja? Ja, hey, se. Ja, das war. Buvere. So. Wir könnten auch das so machen, aber wir können sie auch sparen, die Nahrung. Ich glaube, ich mach die. Also eigentlich muss ich sagen, insgesamt finde ich, bin ich jetzt gerade schon, also wirklich extrem gut dabei. Ganz im Ernst. Bereite. Ja, Holzer. Buvere. Buvere. Sie haben fast keinen Platz mehr für neue Dorfbewohner. Bauen Sie Häuser, um die Dorfbewohnerproduktion nicht zu unterbrechen. Hey, Buvere. Ich bin dabei. Ich bin sowas von dabei, Junge. Um zur Imperialzeit voranzuschreiten, benötigen Sie Gold und müssen entweder eine Burg oder zwei Gebäude aus der Ritterzeit bauen. Bereite, ja? Buvere. Alter! Alter, ich meine, ich drück die Hotkeys hier noch ab. Heiße? Holzer. Buvere. Buvere. Ist das stressig, Alter. Buvere. Hey, das war. Buvere. Buvere. Das war komplett scheiß platziert, alles ist mir aber gerade egal. Buvere. Ja, das ist Buvere. Buvere. Heiße? Rete. Buvere. Heiße? Ja, das ist Buvere. Rete. Ja. Holz. Rete. Buvere. So, 10. Boah, ich glaube, das könnte ich sogar echt schaffen gerade. Ja. Buvere. Heiße? Rete. Buvere. Ja. Holz. Buvere. Hey, Holz. Ja. Buvere. Ja. Buvere. Holz. Buvere. Okay, ich habe jetzt noch 8. Aber es könnte. Oh, bitte. Hey, ja. Ja. Buvere. Das wäre jetzt ja richtig edel. 5, 6. Nein! Nee!
Sie haben fast keinen Platz mehr für neue Dorfbewohner. So ist gut. Bauen Sie Häuser, um die Dorfbewohnerproduktion nicht zu unterbrechen. Groß. Sie haben jetzt insgesamt 100 Dorfbewohner. Aber Sie müssen noch zur Imperialzeit voranschreiten, um diese Herausforderung abzuschließen. Gute Arbeit. Sie haben 100 Dorfbewohner und die Imperialzeit. Ihre Wirtschaft ist jetzt so stark, dass Sie eine große Armee ausheben und Ihre Feinde damit vernichten können. Oh boy. Alter, 10 Sekunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein riesen, mega fettes Dankeschön an Viper. Der hat mir eine Sache jetzt gezeigt, durch die ich das hundertprozentig, ist das der Grund, warum ich gewonnen habe. Dass ich ganz am Anfang, statt einfach hier die Queue voll zu machen, direkt im Holzverlager das forsche. Aber guck mal, ich habe wirklich, du hast ja so wenig Fehlerpotenzial hier möglich. Alter, war das knapp. Das war sehr stressig. Aber Handkarren kann einem echt am Arsch lecken. Ist generell eine coole Idee? Ja. Generell eine sehr wichtige Forschung? Ja. In so einer Challenge kann sich das auch gerne piep, piep, piep und piepen, ne? Boah, leco mio, 10 Sekunden. Puh. Das ist echt krass gewesen. Also bis jetzt die schwerste Challenge von allen. Ich meine, gut, das waren jetzt eigentlich bis jetzt nur 3 Push-Dinger so, ne? Erst Feudalzeit, dann Ritterzeit, dann Imperialzeit. Und aber das Boomen hier, boah, leco mio, aber 5 Dorfzentren war eine gute Idee. Das hat funktioniert mit dem Stein auch. Leute, die hacken ja Stein. Wieso hacken die denn Stein? Ach so, weil die wahrscheinlich dann... Lol, das hätte man sogar... Also siehst du, das sind so kleine Fehler, die passieren nebenbei. Die kriegst du gar nicht mit. Aber das ist schon... Puh. Aber so Boom finde ich mittlerweile eigentlich im normalen Spiel eine gute Idee, aber ich finde, das ist schon sehr schwierig, weil Boom ist immer so, das ist extrem high risk, aber auch sehr high reward. Wenn du das hinkriegst, so zu boomen und dann dein normalen Spiel die Gegner richtig schön wegmachen kannst, das ist schon sehr krass. Aber du darfst halt in diesen 20, 30 Minuten nicht einmal angegriffen werden, weil sonst bist du am Arsch. Weil du nicht eine Truppe baust, du nichts machst, du nur das Allernötigste machst. Und das ist schon schwierig dann. Deswegen finde ich die Taktik sehr, 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 sehr riskant. Kann aber belohnend as fuck sein. Finde ich aber für ein normales Standardspiel nicht ganz so gut eigentlich, weil es halt so unfassbar schwer ist, das auf die Beine zu bringen. Ritterzeitrush ist eine ganz andere Geschichte. Da bin ich eigentlich voll dabei. Aber ich würde sagen, bis zur nächsten Challenge. Bis morgen. Ciao.